Shit, das heißt, es ist vorbei, Leute. Ich brauche die Kleiderstiefel. Ich komme hier nicht weiter. Ne. Ne, 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 ne. Du sagst ja auch nichts, ne? In this darkness, wells are surfaced too bright that it's reflect the light. What? What? Dann auf zum nächsten Tempel. Naja. Ich muss dann, glaube ich, jetzt in den Brunnen rein, hätte ich gesagt, oder? Also rüberjumpen geht, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das ist viel zu weit weg. Aber ich komme ja gar nicht in den Geistertempel. Mein Enterhaken ist ja noch zu kurz. Also ich bräuchte eigentlich... Aber warte mal, haben wir nicht mit Boris mal geredet, dass ich irgendwie nochmal wiederkommen soll? Hatte nicht Boris mal was gesagt, dass ich wiederkommen soll, wenn ich irgendwas erfüllt habe? Oder haben wir das schon gemacht? Hier gibt es ein Spiegelschild, sagt er. Ah, okay. Perfekt. Da fehlen nur 2 mm. Ja, aber die fehlen halt, ne? Also eigentlich kenne ich das nicht so, dass ich... Hoffentlich gibt es da keine Herzchen. Eigentlich kenne ich das nicht so, dass ich das mit dem kleinen Enterhaken schaffe. Bist du sicher? Okay, vielleicht ist irgendwas anders. Das kann natürlich sein. Ja, dann versuchen wir es halt mal. Wenn Jens das sagt, versuchen wir es mal. Reicht 2 mm ein. 2 mm. So, erstmal einen Schluck Tee. Wir können aber auch in den Brunnen halt nochmal rein. Aber Jens meint Wüste. Gut, dann gehen wir erstmal in die Wüste. Schauen wir da nochmal. Ist das wieder so ein Hin und Her zwischen Geistertempel und Schattentempel? Wahrscheinlich, ne? Weil, wenn wir da den Spiegelschild bekommen, müssen wir wahrscheinlich in den Geister... Ja, in den Geistertempel, bis wir die Boots haben. Dann können wir einen Schattentempel machen, bis wir das Spiegelschild haben. Dann können wir einen Geistertempel machen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche euch nicht mehr, Geister. Ich brauche euch nicht mehr. La la la, la 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 la. Hallo, Epona. Das ist das E-Pferd. Das E-Pferd Epona. Es läuft elektrisch. Mit Agu. So. Meine Güte, bist du nervig. Das ist mein neuer Begleiter. Geisterus. Navi, du kannst heimgehen. Ich habe jetzt Geisterus. Im normalen Spiel geht es nicht mit kleinem Enterhaken zur Wüste. Aber hier weiß ich es nicht. Einzig, was ich kenne, dass man mit Gleitstiefeln im Treibsand nicht untergeht. Ja, die habe ich nicht. Stimmt. Schaust du eigentlich... Wir haben aufgehört, Staffel 4. Wir hatten... Es war wirklich nichts für uns. Also wir haben es durchgezogen bis Staffel 4, aber wir hatten dann echt keinen... Nee. War dann nicht mehr unseres. Supermarkt läuft gut. Aber müssen wir mal wieder spielen. Haben wir lange nicht gemacht. Weil, ja, heute ist sowieso, Super Mario Äonentor. Dingens, ne? The Thousand Door. Thousand Years Door. Ist heute angekommen. Ba, 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 ba. Deswegen, das wird heute gezockt. Mit meiner Frau zusammen. Ich wage zu bezweifeln, dass Epona keine Abgase produziert. Tatsächlich meinen eigenen Supermarkt. Jetzt kommen hier wieder Gerüchte. Wie war dein Urlaub? Ziemlich gut. Also, hat mir sehr gut gefallen. Teilweise halt echt krass Großstädte gehabt. Viele Leute. Das, ich hasse sowas eigentlich. Aber ansonsten war echt super schöner Urlaub. Mega. Aber wir fahren im August dann wieder nach Norwegen hoch und da hast du dann halt
Oh, da hast du so viel Natur, das liebe ich ja. Einfach nur wandern und keine Menschenseele zu haben, das ist so toll. I love it. So. Nee, wir haben keinen eigenen Supermarkt. Wir haben den Supermarkt Simulator auf Steam und spielen den immer mal. So, dann machen wir mal das Tor auf. Wir waren noch gar nicht gucken, ne? Ja, leider, Game of Thrones war nicht unseres. Leider nicht. Ich meine, ich kann verstehen, warum viele Leute das mögen. Es ist mega authentisch, mega gut umgesetzt. Aber leider nicht für mich. Und für meine Frau war es auch nichts. Dafür kommen die Nachtschwärme in Norwegen. Ach, guck mal. Ah, okay, natürlich. Ja, so geht es natürlich. Ja. Link-Kostüm tragen in Norwegen. Tingle-Kostüm trage ich. Ich laufe als Tingle rum und erfülle Wünsche. So geht's natürlich, natürlich. Alles klar. Hatte ich ja so nicht erwartet, dass das möglich ist. Bam, 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 bam. So, gehen wir mal zum Verkäufer, oder? Ich hätte ja was für uns. Eine School, die hat er für uns. Ah, da komme ich gar nicht hin, oder? Komme ich da hin ohne Schuhe? Nö. Du. Schade. Lace, hallihallo. Schön, dass du da bist. Was geht? Der Link, wenn er wieder Geräusche macht. Nö, Nordlichter? Echt? Gar nicht gemerkt. Aber, wo waren die genau? Hast du die mitbekommen? So, okay. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass wir, wenn wir die Schuhe haben, da auch nochmal hingehen. Wir müssen sowieso noch so viel abklappern, wenn wir alle Items haben. Ja, total krass, die waren überall in Deutschland. Ich schick mal Fotos in Discord. Echt? Krass. Da bin ich wieder, der wahrscheinlich nicht aus dem Fenster guckt und das nicht mitbekommt. Auch wenn Meteoriten vom Himmel fallen. Ich bekomme das erst mit, wenn der bei mir in Fenster eingeschlagen ist wahrscheinlich. Genauso wie meine Mutter, die immer anruft. Regnet es bei euch auch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine gesehen. Ja. Wo ist mein Symbol? Du. So, 109. Ah, fehlen ja nur noch 91. Wahnsinn. So, warte mal, hier geht's doch auch rein, ne? Da ist auf jeden Fall schon die nächste Skuldi. Die Skuldi war mies, findest du? 110. Habe ich viel verpasst? Naja, schon, ja. Ah ja, gut. Du hast halt die Geisterjagd verpasst. Die war sehr spannend. Und wir waren halt schon mal kurz im Schattentempel drinne. War jemand denn echt schon mal in der Wüste? Muss doch eklig sein, so zum Atmen. Also, nicht halt in so einer richtig krassen ähnlich. Der Sand tut halt mega weh. Wenn der Wind kommt und Sand... Oh, shit. Ja, ihr könnt mal 5 Minuten aufschreiben. Düdelü. Das war die Polizeiskuldi. Die übernächste ist die Feuerwehrskuldi. Okay. Bababam. Nice. Ah, explodierende Rubine. Stimmt, das hast du aufgepasst, ja. So, Geist, aber du machst bitte keinen Speedhack hier, ja? Ich bin normal Sterblicher. Hä? Einfach eine Skuldi im Sand?
Was zur Hölle? Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Ich bin so gespannt, ey. Bum bum verpasst. Warte, Jens, ich lese gleich. Ich sehe gerade im Augenwinkel, dass ihr wieder schreibt, aber ich muss mich mal kurz auf den Geist konzentrieren, weil sonst laufe ich irgendwo lang, wo ich nicht lang laufen möchte. Da-da-da. Ach, schönste Musik, oder? Naja, fast. Song of Storm ist mir ein bisschen lieber. Mögt ihr Gugudu Valley lieber oder Song of Storm? Oder was ist euer Lieblingssong allgemein? Schreibt es mal in die Kommentare und in den Livestream. Tralalö, tralala. Schalalala, schalalala. Ach nö, jetzt kommen die hier. Ey, der Weg ist viel länger, oder? Kann das sein? Ich glaube, der hat einen neuen Weg gemacht. Kommt mir viel länger vor, der Weg. Lost Boots. Lost Boots ist auch cool. Was denn eine Heilung, wenn er schon alle Herzen voll hatte? Ja, trotzdem muss ich ja irgendwie die Herzen voll bekommen haben. Letzte große Fee. Was war in deinem Urlaub? Warte, warte, jetzt ist es weg. Was war in deinem Urlaub das Leckerste, was du gegessen hast? Es gab so... Warte mal, ich muss mich mal kurz in Sicherheit bringen, bevor ich das erzähle. Also wir waren... Ich weiß gar nicht, wo waren das? Messina, glaube ich. Messina. Wir sind halt immer rumgegangen, haben an verschiedenen Spots, sind wir einfach random irgendwo hin und haben halt was gegessen. Und da haben wir uns dann bei einem Bäcker, was halt auch voll billig war, einfach so, ja, so eine Teigtasche gekauft, die frittiert war. Belegte Brötchen, was halt auch da mega frisch schmeckt, ne, weil die ja ihre Tomaten da, die sind einfach so geil. Mega lecker. Ja, und da kam halt random einfach ein Typ und hat so gesagt, hey, wenn du das frittierte Zeug da magst, also auf Englisch hat er mit uns geredet, dann geh mal hier so 200 Meter in die Richtung und dann rechts und dann nochmal 200 Meter, da kommt der beste Laden, da gab's das von Anfang an, das war der erste Laden, wo es das gab, so gut. Ja, und dann sind wir da halt hingelatscht und dann sind wir da in den Laden so rein. Da gab es dann so eine riesen Auswahl an so frittierten Dingen. Also das war so ein Grundaufbau, immer Reis drinne und dann gab es da immer extra Zutaten halt, die dann in diesen Reis eingearbeitet waren und das wurde dann alles genommen und einmal frittiert. Und genau. Und da haben wir dann halt auf der Karte geguckt und haben überlegt. Da kam halt der nächste Typ und hat gesagt, das müsst ihr nehmen, das ist das Beste, halt auch wieder auf Englisch. Und dann haben wir das halt genommen. Also die waren da auch mega nett, die Leute. Das hat halt auch mega wenig gekostet. Hast du dann so ein richtig großes frittiertes Ding bekommen. Und wir haben dann halt sowas mit Avocado, Bacon. Das Ganze war dann noch so in Käse eingelegt. Reis halt. Wurde dann halt richtig schön geschmolzen und dann frittiert. Und das war so lecker. Hat auch nur 2,50 Euro gekostet, war ein ziemlich großes Ding. Aber wir hatten halt schon ziemlich viel gegessen, deswegen haben wir auch nur eins genommen. Aber das war auf jeden Fall richtig lecker und die Leute waren halt auch richtig nett. Und es ist so billig da, also ganz ehrlich, wenn ihr billig und gut essen wollt, dann da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da hinzugehen. So, also Messina war das, glaube ich, und Neapel, ne? Das war so... Sehr, sehr gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Aber es ist halt auch große Stadt und so. Viele, viele Menschen. Richtig viele Menschen. Aber Essen, super. Mega. So, was kriegen wir denn Schönes? Was ich euch auch erzählen muss. Sind auch so lustige Dinge wieder im Urlaub passiert. Als wir zurückgeflogen sind... Wir sind immer so, ich und meine Frau, wir stehen immer als Letztes auf im Flugzeug. Also wenn du gelandet bist, ihr kennt das ja sicherlich, jeder der schon mal geflogen ist. Alle Leute stehen im Gang, das Flugzeug ist noch nicht mal gelandet, alle Leute stehen im Gang und wollen ihre Koffer haben. Wollen als Erstes draußen sein, was eigentlich komplett sinnlos ist, weil die müssen ja sowieso auf ihr Gepäck warten. Verstehe ich halt nicht, deswegen wir bleiben immer sitzen, haben gar keinen Bock auf dieses Gerangel und warten dann, bis das Flugzeug so fast leer ist. So, und dann... Ja, waren wir da halt mit den Stewardess, so die letzten drinne. Und die Stewardess so zu der anderen Stewardess. Ja, da hat jemand was vergessen. Was machen wir denn jetzt? Ja, was hat er denn vergessen?
Seine Unterhose. Er hat einfach seine Unterhose liegen lassen. Was ist denn das? Soll einer verstehen, was die Leute alles im Flugzeug vergessen, oder? Mega, mega witzig einfach. No, go away. Ja, keine Ahnung. Warum 25 Minuten? Was habe ich verpasst? Was hat er? Ich habe keine Ahnung, was der damit gemacht hat. Wir sind ja nur rausgelaufen und sind an dem vorbeigelaufen und haben das mitbekommen, was die zu uns gesagt haben. Oder was die zu sich gesagt haben. Zweimal Heilung? Ja, aber was ist denn die zweite Heilung? Wegen der Fee jetzt, oder was? Eieiei, ihr seid ja mies. Okay, alles klar. Verstehe. dann musste ich hier wieder eine Bohne einsetzen. Na toll. Okay. So, naja gut. Wir kriegen ja sowieso das Lied, theoretisch, wenn wir hier reingehen, ne? Oh, das Herz habe ich gar nicht mitbekommen. Alles klar. Okay. Okay. Neuer Dungeon, Leute, ne? Ich dreh mal. So. Geile Musik, ja. Richtig geile Musik. Hallo Lockler, was geht? So. Beste Tempelmusik. Ja. Oh, ich dachte gerade, aber ich habe ja gerade gedreht. Ich kann wieder heilen. Geh ich mit der besten Tempelmusik. In Ocarina of Time gehe ich da, glaube ich, mit. Ja. Aber Waldtempel ist kurz dahinter. Alles gut bei mir und selbst? Jo. Kann mich nicht beschweren. Alles geilo. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt wieder rausgehe, bekommen wir da direkt das Lied? Wollen wir das mal ausprobieren? Theoretisch muss ja irgendwas passieren. Ich guck mal kurz, was passiert. Jo, wir bekommen direkt das Lied. Ariana, moin, moin, moin. Was geht? Wie geht's dir? Waldtempel kommt bei mir auch ganz knapp dahinter. Lame Kos, kommst du am Geistertempel vorbei zur Arbeit? Dö, dö, dö. Hättet ihr Bock? Würdet ihr mit Link das Leben tauschen wollen? So einfach quasi... Stellt euch vor, ihr geht jetzt ins Bett, ne, und dann wacht ihr auf, so bei Ocarina of Time, fliegt euch so ein Navi ins Gesicht und weckt euch. Und dann müsst ihr zum Segobaum. Würdet ihr das machen wollen? Hättet ihr da Bock drauf? Oder sagt ihr, nee, lieber nicht? Ich möchte nicht mit Link tauschen. Nee, mit Son Goku aus Dragon Ball. Was? Aber du hast keine Fähigkeiten. Fetto, du hast keine übersinnlichen Fähigkeiten. Würde mit Link Leben tauschen, allein fürs Echo. Okay, alles klar. Ich würde lieber in Final Fantasy... Oh Gott, Final Fantasy, echt? Das sind die doch alle so Arschgeigen. Da wirst du umgebracht, weil du Makro förderst oder weil du nicht Makro förderst. Oh cool. Das war nicht schlecht. Ich würde mit dem Link aus Tears of the Kingdom tauschen, okay? Einfach, ich bin so Goku, ich bin unbesiegbar. Oh Mann. Okay, warte mal, haben wir noch irgendwas Unsichtbares hier? Ich hätte mir in die Hose gemacht nach dem Moment, wenn man zum erwachsenen Link wird. Ja, vor allem musst du dir ja vorstellen, du bist ja dann nicht jung, ne? Du wachst ja nicht auf und bist 7 Jahre alt oder so. Sondern du bist ja immer noch so, wie du jetzt aktuell bist. Und dann ziehst du so das Schwert raus und dann bist du 50. Oh Mann. Irgendwie so. Das wäre voll doof. Und dann hast du auf einmal, bist du auf einmal so ein Opa mit dem Rückstock. Das wäre irgendwie voll lustig. Oh Mann. So, haben wir hier irgendwas Unsichtbares? Nö.
Okay, dann, wir haben ja schon die goldenen Handschuhe. Das heißt, das Ding hier müsste ja kein Problem für uns sein. Nee, nee, nee. Ich würde gerne Pokémon leben, nur wegen Ditto. Ich mag das rosa Wappelding. Alles klar. Und eine Mitgliedschaft verschenkt! Von der Kitsune und Ariana, ey! Was macht denn der Geist da oben? So. Komm mal her, mein Freund. Und tschüss. Im Kopf noch ein Kind und im erwachsenen Körper stelle ich mir schwierig vor. Hey, Kitsune ballert raus. Was ist da los? Dankeschön, Kitsune. Ha, der TJ. Hey. Was ist jetzt hier oben? Ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt hier kommen. Hallo. Alter, das Schwert ist ja blöd, um Fledermaus zu töten. Einmal drehen, bitte. Okay.